Hallöchen und willkommen zurück zu Tiny Tales. Den Untertitel habe ich vergessen. Heart of the Forest. Ja, stimmt, das Herz des Waldes oder so. Mhm. So, ich glaube, du müsstest jetzt diesen Uhrenzeiger nehmen, um die Kiste aufzuhebeln. Glaube ich. Gucken wir mal. Haha. Wolle. Wolle Rose kaufen? Jetzt sag mir nicht, wir müssen das doch. Da. Oh. Ja. Natürlich. Schön machst du das. Richtig schön. Wundervoll. Du bist aber auch talentiert. Oh. Ja, ich weiß. Ich kann Dinge. Hier komme ich. Hier kann ich nichts mehr tun. Ja, dann können wir dir jetzt den Sattel reparieren, genau. Einzige, was bleibt, ist es zu befestigen. Hä? Ja, wirklich. Ja, geh mal auf die andere Seite. Ach, musst du das auch noch festnehmen? Guck mal, du hast immer noch den Faden. Aha. Ach, aber das bleibt von alleine stehen, ja? Nein. Hm. Tut es nicht. Das auch. Hey. Ach, das auch noch. Oh. Okay. Aha. All set? Here we go. Yeehaw! Ja. Here we are. I guess I'll see you on the tournament. Was haben wir eigentlich für eine Frisur? Darf ich kurz fragen, warum wir jetzt unbedingt darauf warten mussten, dass sie uns dahin mitnimmt? Das war jetzt ein Hasenritt von ungefähr 3 Sekunden. Wenn wir gelaufen wären, wären wir vielleicht in 30 Sekunden da gewesen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Als ich draufgeklickt habe, stand da, Bree ist zu weit weg. Oh, schön. Vielleicht hat er Mini-Beinchen. Ja, vielleicht. Was ist hier los? Ein Pinsel. Pinsel, Pinsel. Hier geht nichts. Aber guck mal, oben auf dem Blatt ist so ein Schneckenhaus. Oben rechts, wo jetzt der Text vor ist. Atta. Oh. Ja, natürlich mache ich wieder alles kaputt. Ah. Hallo. Wie schön, Sie zu sehen. Ja. Es ist wunderbar. Oh Gott. Ja, have fun, würde ich sagen. Ja, also. Das. Hä? Was? Wo ist denn da? Das Männchen vielleicht rechts? Männchen? Ja. Ja. Guck mal, oben an dem Herz mit den Punkten neben der Klammer ist auch noch so ein Stoffstück. Hier? An dem Herz. Ja, ja. Ach, da. Mhm. Ja. Ah. Das kann ich nicht wegschieben. Schade. Mäuschen, kleines Mäuschen. Aber die Eule brauchen wir. Wo du gerade meintest, da. Mhm. Ah. Okay. Was fehlt denn hier noch? Das da? Das da? Noch eine Socke oder sowas? Und ich weiß nicht, ein Taschentuch könnte das sein? Da? Eine Socke. Ja. Und eine Krawatte. Was soll das denn sein? Ja, ich sag ja, eine Art Taschentuch, so ein gefaltetes, so sieht's aus. Und ich glaube, eine Krawatte würde ich so schätzen von der Form her. Aber ich sehe nicht. Ich ja auch nicht. Das ist schlecht. Kannst du mal glitzern, bitte? Bitte. Oh. Nein. Upsa. Hier glitzert's doch. Ja, weil wir da zurück können. Wow. Oh. Super, klasse. Mhm. Sag mal. Was ist denn damit? Hier ist es doch. Genau vor unserem Gesicht einfach. Ja. Und was soll das sein? Ich glaube immer noch eine Krawatte. Ich sehe sie. Die grün-blau gestreifte unter dem Vogel. Ach, da. Mhm. Ich will aber das hier mitnehmen. Ja. Toll. Nein. Du willst Tuch. Eigentlich nur ein Tuch. Oh, damit können wir aber was machen. Ja, warte. Oh. Okay, du machst auch alles kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt mache ich. Na gut, dann nicht. Tuch. Wir können es aufhalten. Wow. Wow. Das Tuch ist zu groß. Wo, zu groß? Wofür? Dann fällt es doch wieder zusammen. Mann. Wow. Nein, jetzt ist es ausgefaltet. Jetzt geht das nicht mehr. Ich habe jetzt schon Schnauze voll. Guck mal, da hinten in dem Pilz steckt was. Hä? Oh, okay. In dem Pilz. Ach, da. Ja.
Es steckt fest. Oh nein. Nein. Das war ein Zeichen irgendwie. Ich glaube, ich habe so eine... Ein Zauberzeichen? Ich habe so eine Puppe gesehen, die wir sammeln können. Wo denn? Wo der Typ sitzt. Ach. Genau. Da. Aha. Okay, jetzt quatschen wir mal mit dem. Ja. Here for the tournament? Of course you are. Everyone is. To participate, you must pay a 1000 coin fee. I'm pulling your leg. Aha. But you will need several other things. Ja, ein Tuch. Ich sehe das doch. Eine... Oh Mann, ey. Okay, eine Flagge, warte. Ach nee, es ist ja zu groß. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, hab ich vergessen. Eine Balancierstange, Pfeile und Bogen. Naja, die Balancierstange haben wir ja, glaube ich, gerade gefunden, oder? Aha. Aha. Mit Streichhölzern. Ach, das ist schon süß. I can't grant you the pass without ja. Equipment. Gut. Equipment. Was können wir denn da noch machen? Ach so, wir müssen das reparieren. Ich brauche einen Neugriff. Das will er nicht. Aber der ist schwer vom Begriff, verstehst du? Aua. Ich bin nur für die schlechten Witze hier, tut mir leid. Eine Schutzbarriere rund um den Sockel. Aha. Was ist hier? Fehlendes Ohr. Aha. Scheint eine Art Hebel. Jetzt müssen wir noch ein Ohr finden hier. Aha. Hier gibt es aber viel zu sammeln, ne? Erst die Puppen, dann die Münzen. Ja, das stimmt. Die Zauberzeichen, die sind auch ein bisschen versteckt. Stimmt, ja. Das stimmt. Werde ein Held. Ja, ja, haben wir jetzt schon dreimal gelesen. Okay. Ah, hier ist noch was. Oh! Ah, guck mal. Hau ab da. Oh, das ist der Knopf. Der Knopf? Ja, die Taste halt. So ein, zum Drücken für so. Die eine Kiste. Ich dachte, so ein Knopf hier zum Annehmen. Nein. Ja. Tja, dann benutzen wir den mal. Wo war das? Da, ich glaube, neben dem Bild, direkt links neben dem Bild. Also rechts, aber links neben dem Bild, genau. Ah, ja, hier, okay, da. Bip, bip, bip. Och, scheiße. Bip, bip. Bip, bip. Nein. Hä? Pass auf, du musst dir die Reihenfolge merken. Du fängst mit dem an und jetzt mach mal ganz rechts. Und jetzt musst du ausprobieren. Ja. Aha. Noch ein Zeichen. Wir sind bei Zaubermeister. Mhm. Du bist ein Zauberer, Harry. Max. Ein Mausohr und ein Pinsel. Schön. Okay. Ja, besser Ohr ab als Arm dran. Och Gott, ey. Ich bin nur für die schlechten Witze hier. Ja. Ja. Jeden Witz kriegt sie übrigens extra Coin. Ja, ich werde bezahlt dafür, deswegen mache ich das. Mhm. Wegen nichts anderem? Genau. Wofür haben wir jetzt diesen blöden Pinsel bekommen? Wofür, was ist hier gerade passiert, als ich das Ohr da reingesteckt habe? Ich habe nicht auf. Was? Du hast diesen Schlüssel gekriegt. You can't enter without the pass. Oh, okay. Dann halt nicht. Da. Ah, ein Schlitzel. Gehe ich eben da rein. Aha. Oh, ein Zauberzeichen. Wow. Oh, und ein Hebel. Ein Hebel steht hinter den steckt hinter den Fliesen fest. Ich könnte ihn gut gebrauchen, aber ich bekomme ihn nur, wenn ich die Fliesen richtig anordne. Och, nö. Ich liebe sowas. Ich hasse sowas. Have fun, wirklich. Aber es ist doch schon fertig. Nee, nur noch das. Genau. Aha. Wow. So. Knaller einfach. Ich habe gleich keinen Überblick mehr hier. Also den Hebel können wir an dem Brunnen benutzen. Das weiß ich. Das könnten wir jetzt machen. Mhm, das stimmt. Das ist richtig. Das ist aber ein hübscher Hebel. Ja, nicht?
Oh, eine Schere im Brunnen. Wer hätte das gedacht? Hätten wir mal die Rasierklinge behalten, aber nein. Also wirklich. Ja. Haben wir verstanden. Okay. Ja. Ja. Die waren ja hier hinten. Da. Aber wir haben noch kein Werkzeug dafür. Nee. Wir hängen sie einfach so dran. Schade. Ach, die Pfeilspitzen fehlen. Okay, das auch noch. Eieiei. Brrr. Guck mal, unser... Können wir hier nichts machen? Nö. Nee. Ich glaube aber doch. Guck mal an dem Buch. Da glitzert und blinkt es die ganze Zeit. Vielleicht haben wir so einen Antischutzzauber. Oben am Buch mal umblättern. Aha. Zerstreuen könnte. Den Schutzzauber zerstreuen. Oder Adlerauge. Das brauchen wir bestimmt fürs Turnier. Schild. Schlaf. Gute Nacht. Ich würde es mal mit Zerstreuen probieren. Zerstreuen, okay. Wenn wir alles haben dafür. Dann brauchen wir den hier. Mhm. Ne? Den hier? Mhm. Oder? Mhm. Ja, sieht richtig ja, aus. Stimmt. Dann... Den da drüber. Den? Ja. Und den. Ja. Der leuchtet ja sogar. Ach wirklich? Wir hätten das nicht auf einfach stellen sollen. Wir sind, glaube ich, wirklich zu profihaft dafür. Wir sind so profihaft, dass wir nicht mal sehen, dass es leuchtet. Das ist richtig. Okay, zerstreuen. Nee, nicht bei ihm. Ich dachte bei dem Schutzzauber. Achso. You can't enter without the pass. Ja, ist ja gut. Achso. Ah. Mhm. Wow. Anleitung. Findet die hinter Bildteilen versteckten Symbole, um die Geschichte zu enthüllen. Okay. Hinter dem Marienkäfer ist auf jeden Fall eins. Und ja, wow. Und hinter dem Hut. Danke fürs Blinkern. Hinter dem Blumen vielleicht? Nee. Ja, oh, hör doch auf zu blinken hier. Mann. The Kingdom of Bree was a lush, beautiful land with happy, carefree people welcoming each day. However, one season, the water in the river started to dry out. The food was scarce and it became obvious that their lives were about to change. Oh nein. Schrecklich. Und nun? Kannst du, glaube ich, auf das X. Ach so. Oh, okay. Weiter. Es geht weiter. Da. Eins noch. Mhm. Wo könnte es sein? Wo hast du dich versteckt? Schwierig. The drought affected the crops, and shortage of water made many anxious. So the beloved King Oliver decided to organize a tournament where a hero will rise, a hero worthy of a journey to discover why the water is diminishing and their kingdom dying out with each passing day. Sabotage. Oh. Oh nein. Ach, guck mal auf seinem Flicken, da sind immer Haselnüsse drauf. Ja, hier auch da. Young Princess Tara did not agree with her father, for she believed that it was supposed to be her to become the savior of Bree, despite the advice of her trusted counselor Rattus. The relationship between the king and the princess created an unsettling atmosphere throughout the kingdom. Oh nein! Aha. Eine Ölkanne. Wow. Ich weiß nicht, was wir ölen müssen, aber es ist schön, dass wir es haben. Ich habe auch absolut gar keine Ahnung. Vielleicht das hier. Da. Ach, schade. Ich dachte, dann flutschen die da so raus. Nun, man kann nicht immer richtig liegen. Warum hängt da so ein Plakat eigentlich hier? Ich weiß nicht. Also entweder wir brauchen die Axt aus dem Baum dafür oder einen Zauber. Ach ja. Die Axt war hier. Vielleicht mit Öl. Ja.
Tatsächlich. Mit so einem Dosenöffner-Ring-Dings-Gedöns. Es klebt. Hier. Hier klebt. Oh. Hä? Mit dem Pinsel. Klebt. Nee, probier mal mit dem Pinsel. Aha. Okay. So. Und guck, jetzt ist da nämlich auch ein Plus gewesen. Mhm. Gewesen. Ja. Jetzt das andere Teil. Aha. Wow, sieht aus wie neu. Ja, Schawops. Yay! Wow. Was? Das ist unsere Turnierbox, oder? Guck mal hier. Ach so, die Pfeilspitzen, klar. 3 von 5? Ich sehe hier aber keine mehr. Du kannst die, genau. Ach so, ahaha. Wow. Sehr schön. Da war aber noch voll viel Zeug drin, ne? Ja, voll viel schönes Zeug vor allen Dingen. Ja. Ach, die halten jetzt. Die müsstest du, wenn ich... Okay. Ja. Gut. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Streichhölzer. Ach ja. Hm, vielleicht mit der Axt. Das war meine Idee, ja. Wow. Ist das einfach hier so ein von der Dose, so ein... Ja, das meinte ich doch, so ein Dosenöffner-Ringgedöns. Ich weiß nicht, wie die heißen. Hat das überhaupt... Das hat bestimmt einen Namen und niemand kennt ihn. Richtig. Dosenöffner-Pinüppel-Ding. Ich guck das vielleicht gleich zwischen den Folgen mal nach, wie das heißt. Okay. Klick, klick. Oh, guck mal, wir haben Fahnen. Oh. Yay, jetzt haben wir alles. Haben wir. Hak ab. Ja. Ach so, da. But you need more equipment for the tournament. Ja! Oh, da. You are on the right path. Aha. That can work. But you need more equipment for the tournament. For the tournament? For the tournament? I guess it'll have to do. Here is your pass. Thank you. You shall not pass. Doch, wir kriegen ein Multipass. Da. In dein Gesicht. Ja, ja, da. Nimm. Wir haben doch einen. Ich stech dir gleich das Auge aus. Da. Da, Multipass. Welcome. Welcome. Oh, welcome. What are you buying? We have gathered in this courtyard to watch Hero rise above the challenges we have placed before them. Our kingdom is in need of a hero who will get the honor of venturing into the heart of the forest and discovering the reason for this drought. The one victorious will get the opportunity to save the kingdom and become the hero. Bree. Tournament has begun. Ah. It looks like it'll just be the two of us. Good luck. You'll need it. Mhm. Ist ja auch überhaupt nicht auffällig, dass der erst die Rede anfängt, wenn wir da reinspazieren. Stimmt. Challenge. Ich glaube, wir müssen das Adleraugending mal zaubern gerade. Mhm. Okay, warte. Das war, glaube ich, ganz zum Schluss. Oh, nee, doch nicht. Oh Gott. Das blinkt doch gleich sowieso wieder und leuchtet und macht und tut. Aber das können wir noch gar nicht, weil, guck mal, wir haben keinen durchgehenden. Du hast recht, ja. Stimmt, wir haben nichts. Können wir noch gar nicht. Ja, stimmt. Dann müssen wir es vielleicht so probieren. Wahrscheinlich müssen wir jetzt scheitern und... Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Erst Bogenschießen. Anleitung. Klicke auf das Brett links, um den Ball anzuhalten, wenn er über dem roten Kreis ist. Okay, richten. Oh Gott! Aha. Läuft. Hä? Oh Gott! Ich hasse sowas. Oh, sowas mag ich. Ah!
Es kann sich nur um Stunden handeln hier. Die folgenden Sendungen verschieben sich um etwa eine Stunde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oho, ich dachte, der biegt links ab, Mann. Das hat noch gezählt, aber okay. Nein. Mm-mm. Oh, hallo? Ich... Mann! Ja, also, Also, schön. Ich finde, du machst das richtig gut. Ich bin Profi. Ja, Profi im Danebenschießen auf jeden Fall. Nein, nicht noch einer. Nein! Eine Ewigkeit später. Hallo, warum geht der denn immer so schnell hoch? Siehst du das? Ja. Ich sollte den abwarten. Mhm. Jetzt machen wir denselben Fehler, kann das sein? Oh Gott, ey! Achso, ich glaube, die Folge hat Überlänge. Ja, ja, ja. Hat sie jetzt schon. Schön. Es tut mir leid. Oder auch nicht. Nein, tut es mir nicht. Jetzt. Ah, nein. Ah, Scheiße. Jetzt. Oh Gott. Now we test the balance of our brave competitors. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, also vielen Dank fürs Dabeisein und bis dann. Ciao.